Worauf bist du? Was mache ich hier schon wieder? Ja, hier soll ein bisschen Mais hin, das ist ein Wildacker und deswegen reiße ich das jetzt spontan ein bisschen an, weil morgen der Leger kommt und fährt hier aber so eine Spur drauf lang. Das ist so ein bisschen zur Ablenkung hier in den ganzen in den ganzen Beständen. Und das muss jetzt halt schnell gehen, ne? Und deswegen fahre ich jetzt hier mal kurz im Grubber durch, um das ein bisschen anzureißen. Und dann muss ich dann doch noch mal mit der Kreissäge durch. Sonst war das nichts. Es hat halt keinen Sinn, das so zu lassen. Ja, besser wäre zu pflügen gewesen und so. Aber ich habe jetzt, muss gleich noch auf den Geburtstag. Das wird jetzt schwierig. Und das wird auch, muss man sagen, einfach zu teuer, oder? Was soll das kosten, wenn ich hier das hier, ich hatte eben auf der anderen Fläche noch mal genauso viel irgendwie, wenn ich 2000 Quadratmeter hier mache und hänge dafür einen Pflug an, danach dann irgendwie die Kreiselege. Ja, ich dachte eigentlich, es geht so, ich muss mit der Kreiselege aber noch mal nachkommen. Ich habe jetzt auf 2-3 Tiefen mal da durchgerissen. Das ist halt so, ne? Manchmal geht halt nichts über das Pflügen. Für das Pflügen hätte ich aber dann schon wieder eigentlich oben auch abmulchen müssen. Oder ja, mulchen. Am besten mulchen. Im Moment ist aber Mäh- und Mulch verboten. Ne? Von daher, es ist wie es ist. Ich muss nochmal zurückfahren. Ich muss nochmal hinten ein bisschen abwägen. Ich sehe zu, dass ich das ein bisschen glatt kriege mit der Kreissäge und dann kann da Mais hin. Und ich meine, es ist ein Wildacker, ne? Da geht es jetzt nicht um Ertrag, da geht es ein bisschen um Ablenkung und Deckung und irgendwas. Meistens werden die Pflanzen, weil das ja nicht gespritzt wird, sowieso nur halb so hoch wie auf normalen Maisäckern. Weil der wird gelegt und dann wird er sich selbst überlassen. Deswegen kann man jetzt nicht hier für hunderte von Euros Diesel verbrennen und die Saatbettvorbereitung da ins Ultimo treiben. Das wäre, glaube ich, nicht angemessen. Der Dreck wächst sowieso wieder schneller als der Weizen. Na gut, ich feg mal hinten ab und dann, glaube ich, morgen die Kreissäge. Moinsen. So, heute noch mal ein bisschen abziehen hier. Ah, ich sag mal, für den allgemeinen Gebrauch auf Mais ist das natürlich scheiße, aber für einen Wildacker reicht es allemal. Weil man muss ja für die 2000 Quadratmeter den Aufwand noch ein bisschen im Rahmen halten. Ne? Aber ich bin nicht zufrieden. Also eigentlich musst du das Zeug ganz anders erstmal mulchen. Das geht nicht mehr aktuell. Dann pflügen und dann schick machen. Ne? Ja. Aber es wird so ausreichen. Na gut, jetzt habe ich genug Maschinen dreckig gemacht für die 2000 Quadratmeter hier. Und hänge das gleich wieder ab und gucken, was es in der Werkstatt noch gibt. Wieder in der Werkstatt. Ich will die Kabine kippen. Ich habe mir das so angewöhnt. Hier ist zwar der Gummipömpel dahinter, ne? Aber bevor der Gummipömpel auch irgendwie am Lack runter rammelt, machen wir da mal einen Handschuh dahinter. Bis die Kabine gekippt ist, dann hängt er eh außen vor. Und ganz wichtig, wenn ich hier in der Werkstatt kippe, muss die Rundumleuchte abgeknickt werden. Hatten wir ja schon. Ne?
So, die Kabine ist mal wieder gekippt. Ich habe gerade noch was anderes gemacht. Und zwar war hier unten, hier hatte ich eine Scheuerstelle. Der Tank wird unterstützt hier von dem Blech. Der hängt hier drauf. Da habe ich ein Gummi untergelegt, dass der Tank nicht scheuert. Aber hier sind so Langlöcher drin. Hier hinten ist das zweimal fest. Dieses Blech, das hält den Tank an diesem Ohr, was hier vorsteht. Also das ist ja hier unter dem Luftfilter, kommt der Tank so ein Stück raus. Da passen auch nochmal 20 Liter rein irgendwie. Ansonsten ist der viel höher hinten. Auf jeden Fall klemmt das hier drunter und meine Tür, die hat hier dran geschabt. Da habe ich eben nochmal so leicht nachlackiert und habe das Teil nochmal ein Stück nach innen gedrückt für meinen Monk. Sodass, wenn ich jetzt hier schließe, so, machen wir mal zu. Jetzt habe ich da immer noch keine Luft. Das ist doch wieder zurückgekommen. Vielleicht werde ich auch noch mal ein bisschen Kantenschutz hier unten drunter packen. Muss ich doch noch mal aufmachen. Das hat da eigentlich eben gepasst. Es bewegt sich so leicht. Der Tank ist halt so weit vorne, wie er ist, ne? Ich denke mal, ich werde jetzt hier unten ein bisschen Kantenschutz drauf packen. Weil das verträgt mein Monk einfach nicht, ne? Ja, da bin ich gerade am Nacharbeiten ein bisschen. Und ansonsten habe ich den Klimakompressor ausgebaut. Der sitzt ja hier. Den Riemen habe ich jetzt hinten drüber gelegt, damit er mir hier nicht an irgendwelchen beweglichen Teilen scheuert. Ich habe hier zwei Stopfen drauf gemacht und mit Klebeband verschlossen, damit mir kein Dreck in die Leitung reinkommt. Und jetzt habe ich das Problem, die Leitung, die kommt da hinten durch die Ecke. So ist die original verlegt. Aber meine dicke Leitung ist jetzt zu kurz. Also ich muss ungefähr hier hinkommen und man sieht, da fehlen mir irgendwie so 100 mm fehlen mir da. Ja, ich habe schon gegoogelt, geguckt, überlegt, ob ich jetzt hier eine Verlängerung dran packe aus Festvorrohrung zum Klimakompressor. Ich schaue mal, was es da gibt. Im schlimmsten Fall bestelle ich mir nochmal den Meter Leitung nach und lege die von hinten nochmal neu hier rüber. Ja, unschön. Könnte ich mich ärgern. Aber ich komme sowieso nicht weiter, weil... Ich habe ein kleines Problemchen und zwar der alte Klimakompressor, der hat hier dieses Druckstück, das ist ja so rum hier drauf und drückt die Leitung mit dem O-Ring hier oben in den Konus rein. Ja, passt nicht, ne? Also sind zwar die gleichen Durchmesser, aber hier die Flanschplatte ist anders, ne? Ich kriege die auch nicht umgebaut. Ich hätte jetzt gedacht, naja, vielleicht vom Gehäuse, aber das ist am Gehäuse hier, ist das angegossen, ist hier der Deckel da drauf. Und hier ist das ohne Deckel direkt am Gehäuse angegossen. Ich habe hier mal alles rausgesucht, was ich so an Möglichkeiten hatte, irgendwie Anschlüsse zu vorlegen. Ich komme zwar ein bisschen raus damit. Aber das passt alles nicht so richtig. Also man könnte das jetzt so machen, aber das bringt mir alles nichts. Ich muss dann mit einer anderen Platte ja hier oben drauf und gegen drücken. Und bevor ich mir jetzt noch viel mehr Trennstellen einbaue, das geht auch nicht, weil da ist kein Gewinde drin. Ja, also eigentlich drücken sich hier die... Ja, ich muss mir das mal genau angucken. Also es gibt hier noch andere Anschlussstücke, habe ich gerade gegoogelt. Die kannst du mit einer Schraube hier festschrauben, da und da, und dann hast du ein Gewinde nach oben rausstehen. Das würde mir eigentlich ganz gut gefallen, weil dann kann ich die Überwurfmuttern auch nutzen. Ich komme aber jetzt an der Stelle nicht weiter. Das mit den Überwurfmuttern zeige ich gleich. Auf jeden Fall, was ich eben mal gecheckt habe, ist, das dreht ja frei. Und hier ist der Kabel für die Magnetkupplung hier drauf. Das ist ja hier am alten genauso, ist ein Kabel dran. Und die Magnetkupplung, kuppelt die Riemenscheibe auf das Teil ein. Und wenn wir jetzt hören, dann dreht sich damit der Kompressor, also die Kolben innen drin. Und was ich jetzt sagen kann ist, der dreht sich schon relativ rau. Wenn ich den jetzt nehme
Ja, da kommen auch Bläschen raus, da ist Öl drin. Ne? Oh, ich bewege mal nicht weiter. Ich mag nicht, dass das Öl mir da rausläuft. Und ich mag auch nicht, dass da Dreck reinkommt. Deswegen hatte ich es eben schon zugeklebt. Beziehungsweise, wir können auch die Stopfen nehmen. Die waren ja dabei. Ich drücke die Stopfen mal wieder rein. Ich habe da jetzt gar keinen Bock, dass die mir da Dreck reinkommt, weil, wie gesagt, Kolbenmaschine, da muss kein Dreck rein. Wir machen das zu. Ich hatte es eben schon mal zugeklebt, aber für euch nochmal aufgemacht. Auch am alten klebe ich das zu und lege mir den in die Ecke. Ich kann halt ja nicht wegschmeißen. Ne? Der Himmel weiß, was man von dem Teil nochmal braucht. Und wenn es nur vielleicht die Kupplung ist, die wird ja okay sein. Ja, das ist das. Und an meinen Leitungen ist es ja jetzt so, dass ich hier Überwürfe habe. Und die würde ich natürlich auch gerne nutzen. Bei dem alten, ich habe die zum Glück tragen lassen. Ich wollte die schon abschneiden. Aber ich werde mir jetzt Anschlüsse besorgen, denke ich, an den Kompressor, wo ich dann mit den Überwurfmotoren hier arbeiten kann und kann die, kann dann entsprechend die O-Ringe, die hier vorne dran sind, in den Konus drücken und kann das mit dem Überwurf anschrauben. Das gefällt mir eigentlich schöner. Dann nochmal ein Schlauch. Ja. Aber ich muss das dort bestellen. Aber ich mag das nicht, wenn die Karre jetzt so nicht fahrbereit ist. Deswegen habe ich mir die Enden hier zugeklebt. Die können ruhig hier liegen. Da passiert jetzt erstmal nichts. Hier ist kein drehendes, bewegliches Teil, was irgendwo an den Schläuchen irgendwas kaputt machen würde. Ich lasse die Kabine so angekippt, aber mal gucken, wie schnell ich das Zeug besorge, was hier reingehört. Ansonsten könnte ich, wenn ich jetzt schnell fahren muss, einfach runterklappen und durchstarten. Da wird jetzt nichts passieren. Das ist alles gut. Ja, so ist das, ne? So hangelt man sich hier vorwärts. Ich wollte eigentlich heute Abend sogar noch hier unter der Kabine da habe ich auch noch Dämmmatten für, dass ich die einklebe. Aber ich bin jetzt wieder hängen geblieben an den Fehlteilen für meinen Klimakompressor. Wird sich auch erledigen lassen. Aber das ist halt so, was immer dauert. Ne? Dann findest du wieder was fehlt, was zu kurz ist, was nicht richtig passt. Das sind halt jetzt die Feinheiten am Ende, die den Trecker irgendwie vervollständigen. Da muss man halt durch. Da muss man nochmal das ein oder andere nachbestellen. Jetzt bestelle ich nochmal wahrscheinlich den Schlauch, zwei Klemmen, die Anschlussstücke, so dass ich das einbauen kann und dann kann endlich die Klimaanlage befüllt werden. Ich habe jetzt gesagt, ich habe den Klimakompressor liegen. Bevor ich die jetzt befülle und dann wieder was undicht ist und das dann doch am Klimakompressor liegt, kann ich das direkt ausschließen, weil der liegt ja da. Lege ich den alten halt in die Ecke. Beim 8er ist der Klimakompressor auch schon mal neu gekommen. Das hatten wir schon mal irgendwo gesehen. Also vor meiner Zeit. Das heißt, dafür müsste ich ihn jetzt nicht aufheben. Deswegen baue ich ihn halt direkt ein. Dann ist der da drin. Ja. Habe ich noch was gemacht? Ja, wir können auf der anderen Seite noch mal gucken, wo die Leitung... wo die Leitungen jetzt langlaufen. Ich nehme mal direkt Licht mit. Ne? Licht ist immer gut. Ja, abends zu später Zeit in Deutschland. In der Werkstatt, wie das bei mir so immer ist. Aber wenn ich das nicht machen würde, dann wäre ich auch noch nicht so weit. Ist ja jetzt hier alles easy peasy. Ich habe übrigens neues Licht. Oh, geil, oder? Ich habe hier mal Warmweiß eingebaut, jetzt an 5 Röhren unter meiner Decke. Ich finde das echt angenehmer, das Licht. Das andere war so Schlachthaus-like, dieses helle, krass helle. Das war die Lampe nur. Das ist ganz angenehm. Auf jeden Fall auf der Seite jetzt hier Klimaleitung gehen, wirklich im Original, muss ich mir selber nochmal nachforschen lassen. Hier oben... In dem Rahmen ist hier so ein kleiner Ausschnitt, nur da gehen die beiden Klimaleitungen durch, damit die dann auch unter die Filzmatte drunter gehen, die unten den Motor ja abschirmt. Und bei der letzten Variante hatte ich die Klimaleitungen hier über den Kompressor gelegt. Da bin ich gerade übrigens auch auf der Suche nach einem Austauschkompressor. Der ist jetzt da leicht schwitzig, der tropft aber noch nicht nach unten. Auf jeden Fall besorge ich mir gerade einen Kompressor zu besorgen, den ich schon mal liegen habe als Austausch, weil der wird auch irgendwann kommen. Und ich hatte die Klimaleitung da durchgelegt. Das bringt aber auch erstmal nichts, weil die kommt dann hier oben runter und hier kommt ja noch die Filzmatte vor. Ne? Also hier vor den Ventildeckeln kommt auch noch so eine Filzmatte vor, das will ich auch vervollständigen.
Dafür kommt dieses Blech hier, das habe ich gerade noch mal übergeduscht, weil das war mir so, das war matt, das kann ich ja nicht einbauen. Das Blech kommt hier irgendwo dann da drunter, ne? Natürlich hinter den Tank, und in diese Schlitze hier vorne klemmt sich dann diese Filzmatte ein, die dann entsprechend hier vor den Ventildeckeln lang geht. Ja, und ich will ja auch die Filzmatte nicht ausschneiden, das soll ja alles original werden, von daher machen wir das jetzt ordentlich, und deswegen werde ich mir von der dicken Klimaleitung noch mal ein paar Meter bestellen und die ordentlich dahin legen. Die Schrauben muss ich wohl mal austauschen. Da habe ich auch schon lange auf dem Plan, dass das noch goldene Schrauben werden. Aber ich glaube, solange es weiter nichts ist, kann man damit leben, ne? Ja. Außer Spesen nichts gewesen heute Abend. Ein bisschen rumgepopelt, aber es ist ja egal, zu welchem Zeitpunkt man die Erkenntnis gewinnt, dass was nicht passt. Wäre ich jetzt so wieder rumgefahren oder hätte erst befüllt und hätte dann gemerkt, dass was nicht so richtig passend ist. Dann halt jetzt heute Abend die Erkenntnis und die Fertigstellung dann irgendwie demnächst. Ja. Gut. Ich bestelle Teile. Vielleicht noch was anderes gerade nebenbei. Ich hatte mir die Woche noch einen Xylon angeguckt. Ja, was da so im Internet rumkursiert, es ist echt schwierig geworden. Ich denke, da werden mir viele recht geben, die interessiert sind am Xylon oder auch einen suchen. Kennen ja wahrscheinlich meine Videos auch. Ich habe mal aufgeschrieben, was mir an so einem Xylon aufgefallen ist, den ich jetzt angucke, was da alles dran zu machen ist. Das könnt ihr zu 99% davon ausgehen, dass diese Dinge, die ich jetzt gerade aufzähle, mal immer irgendwie einen weg haben, die du austauschen musst. Und die Summe sage ich gleich mal zum Schluss, also nur die Teilesumme. Ne? Also was immer irgendwie ein Problem ist, ist der Schalldämpfer. Schwierig oder fast gar nicht zu kriegen. Die Aufstiege von den Treppen sind meistens komplett, entweder fehlen die oder sind Schrott. Da gibt es aber einen guten Nachbau mittlerweile bei eBay Kleinanzeigen. Könnt ihr mal nachschauen. Xylon-Aufstiege. Ja, ich habe auch schon Teile bei ihnen bestellt. Bei dem Kollegen findet ihr in Oberding bei eBay Kleinanzeigen. Echt gutes Zeug. Ihr müsst aber darauf achten, welche Version ihr habt. Also es gibt gibt die Aufstiege in lang, in kurz, die diversen Werkzeugkisten, ne? Einfach darauf achten und gut kommunizieren, damit ihr da die richtigen Teile bekommt. Also Aufstiege, dann Manschetten, Fronthydraulik, die Gummis sind immer im Arsch, Scheinwerfer hängen immer daneben, die Dachhaut, also das weiße Plastik, kann man reparieren, ist aber in der Regel immer kaputt. Gibt es mittlerweile, glaube ich, auch Nachbauten irgendwie aus Polen für einen einigermaßen erschwinglichen Kurs. Die Türdichtungen sind immer im Arsch. So eine Türdichtung kostet, glaube ich, knapp 200 Euro. Also ich glaube, ich hatte 170, 180 Euro netto. Sowas kostet eine Türdichtung. Scheibendichtung vorne natürlich, da weiß ich gar nicht, was die kostet. Die wird noch teurer sein. Einspritzpumpe, ist die fest? Ist die dicht? Kardanwelle, Kardanbremse. Die Kabinenlager sind immer Fritte, ist auch eigentlich nicht mehr zu bekommen. Gummipuffer, Vorderachse. Kardanwelle habe ich schon gesagt. Scheiben vielleicht, das eine oder andere. Frontscheibe ist sehr, sehr teuer. Die sind meistens noch heile, aber irgendwelche kleinen Scheiben sind kaputt. Kannst immer direkt 200 Euro rechnen. Geht die Lenkradvorstellung in den meisten Fällen nicht. Irgendwelche Einstiegsleisten an der Kabine. Das sind natürlich optische Sachen, die ich jetzt aufzähle, aber alles, was ich so machen würde. Die Stoßdämpfer der Scheiben sind meistens komplett Fritte. Hier Plastikteile, Radioblende, EAR-Abdeckung, schweineteuer. Kannst du immer von irgendwas zwischen 300 und 500 Euro pro Plastikteil ausgehen. Der Kreuzhebel ist meistens ziemlich dünne von der Lagerung her oder ist irgendwo abgerissen. Wie sieht der Lack aus? Den Lack werde ich jetzt bei der Summe gleich noch nicht mal mit einberechnen, weil das funktioniert gar nicht. Diverse Hydraulikschläuche sind immer irgendwo Fritte.
Die Hubstreben sind in der Regel fest. Alle möglichen Bolzen, die ausgeschlagen sind. Der Dichtungssatz vom Lenkzylinder ist auch in der Regel immer kaputt. Und ja, ich rede gar nicht von Turbokupplung, Lastschaltstufen und so weiter und so fort. Motor ganz schwierig. Ich habe mal so aufgezählt jetzt, was mir aufgefallen war. Und das wiederholt sich eigentlich in meinen Videos. Ich sag mal, teilemäßig kann man da immer irgendwas 15.000, 20.000 Euro rein versenken direkt. Ich glaube, das trifft fast auf jeden zu, den du irgendwo im Internet findest, mit 8.000 Stunden oder also auch mit 8.000 Stunden. Die meisten haben ja mehr. Davon muss man einfach ausgehen. Und das heißt, die Preise haben sich so nach oben entwickelt, dass du mittlerweile, ich sag mal, wahrscheinlich vor 2 Jahren, weiß ich, dass Leute noch fahrbereite Xylons gekauft haben für irgendwas um die 45.000 Euro. Mittlerweile sind wir irgendwo bei Mitte 30.000 Euro für Geräte, wo das, was ich aufgezählt habe, tatsächlich fällig ist. Das heißt, die Preise sind gleich geblieben, aber die Zustände sind schlechter geworden, ne? Also es wird jetzt alles aus den Ecken rausgeholt. Jeder, der noch einen stehen hat, ja, weiß natürlich, es wächst nichts mehr nach. Die können irgendwo einen Preis verlangen. Ich war nicht bereit, jetzt irgendwo nochmal so viel Geld für einen zweiten hinzulegen, weil wofür? Ich habe ja einen. Natürlich hat man immer Interesse dran. Ich würde auch nochmal gerne einen kaufen. Aber wenn du dann bei einem, ich bin jetzt angekommen bei einem Endpreis hier von irgendwas zwischen 35.000 und 45.000 Euro, so genau kann ich es gar nicht mehr sagen. Ich hatte schon mal ein Video gemacht, wo ich von meinem exakt die ganzen Preise im Detail aufgezählt habe, ohne meine Arbeitsstunden natürlich. Da habe ich gar nichts für gerechnet. Und ja, wir sind wahrscheinlich irgendwo jetzt bei einem Preisniveau angelangt, wo man ja, irgendwas zwischen 30 und 40 ausgeben muss. Aber dann müsst ihr euch bewusst sein, du musst noch 20 da reinstecken. Kannst einfach pauschal mal annehmen. Sage ich jetzt, ja. Also bitte jeden das Gerät, was Objekt der Begierde ist, gerne angucken und selber sich ein Urteil machen. Aber das ist so mein Daumen. Irgendwo kannst du immer einen dicken fünfstelligen Betrag eigentlich nochmal rechnen. Ich sag mal so, wir diskutieren viel. Ich habe so eine WhatsApp-Gruppe rum. Ja, man sollte es eigentlich noch tun. Wer weiß, wo die Preise in 3, 4, 5 Jahren sind. Kein Mensch weiß das. Ich will es jetzt auch nicht weiter beschwören, aber die Tendenz zeigt ja nach oben. Und von daher, ja, wenn man das gerne möchte, also man muss das wollen und man muss das wollen, man muss sich das leisten können und man muss natürlich auch irgendwie selber Hand anlegen, ansonsten wird es relativ schnell sehr, sehr unwirtschaftlich. Also wenn du das Ding in die Werkstatt bringst. Wir hatten jetzt gerade Turbokupplung, ist glaube ich der Richtsatz an Stunden, also Richtzeit sind 60 Stunden für die Turbokupplung. Kann sich jeder selber ausrechnen, was dann nur an Zeit in der Werkstatt bezahlt werden muss. Und da kommen entsprechend dann die Teile, Dichtteile und ob die Schaufeln jetzt noch in Ordnung sind oder nicht, kommt halt dazu. Und dann bist du halt schnell irgendwo, denke ich mal, bei irgendwas zwischen 5.000 bis 8.000 Euro für so eine Turbokupplung machen. Und ich bin ja so drauf, ich würde ja daneben stehen oder auf jeden Fall mitmachen oder selber machen. Und alles, was dir noch auf die Füße fällt, wenn der Trecker schon einmal getrennt ist, das war mir bis jetzt ja noch erspart. Irgendwann kommt das auf mich zu. Dann werde ich das natürlich auch selber machen. Aber alles, was dir da über die Füße kommt, machst du dann, ne? Also dann wirst du den Deckel von der Lastschaltung vernünftig abdichten und alles Mögliche, bloß dass das alles wieder erstmal gut ist. Ja. Das mal so am Rande, was so Preise angeht, werde ich immer mal wieder gefragt. Wie siehst du das? Kannst du mal eBay Kleinanzeigen hier gucken, wie das Gerät aussieht? Was meinst du dazu? Ist immer von Bildern auch sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Also die Bilder im Internet sehen ja meistens so aus, so, naja, könnte noch. Und wenn du davor stehst, denkst du, puh, alter Schwede, da ist ja wenig gerades Blech dran. Ja, ist halt so jetzt, es wird nicht mehr. Wenn geht, dann machen. Es gibt keine Möglichkeit mehr für dieses Cherry-Picking. Ja, ich suche mir jetzt die Bauversion, also hier letzten Baustand aus meiner Sicht.
ist das nicht mehr möglich. Wenn man sowas haben will und sowas fahren will, dann muss man das nehmen, natürlich zu dem Kurs, den man bereit ist zu zahlen. Aber jetzt zu sagen, ich warte auf den letzten Baustand mit den Spiegelhaltern und vorne kleine Räder, hinten große Räder und dann gerne noch Front-RR und solche Geschichten, dann wirst du keinen kriegen. Also klar, wenn man Glück hat, kriegst du einen, aber wird dann immer schwieriger. Ja, das mal so ein Kommentar von mir am Rande zu der ganzen Sache und eBay Kleinanzeigen Xylon, was da so unterwegs ist. Also einfach machen, Augen zu und durch, so mache ich das auch immer. Ich hätte mir auch nicht träumen lassen, dass ich so viel Geld in so eine Karre hier stecke, aber es ist ja schön geworden und es macht Spaß. Und wenn man sich sowas angeguckt hat, dann muss ich auch wieder dazu sagen, dann kommt man nach Hause und denkt, ah, du hast ja 2 Jahre Arbeit reingesteckt, das ist so geil, es ist einfach, ist ja schön, ne? Ich meine, ich habe ja immer noch genug zu tun, aber so der Gesamtzustand hier mit meinen goldenen Schräubchen und so weiter und so fort, und Reifen und hast nicht gesehen und irgendwann kriege ich auch die Agrarkotvögel, ja. Dann freut man sich doch, dass man das gemacht hat und dass das rum ist. Das heißt, rum ist, das hört ja nie auf, ne? Und das ist ja auch der Reiz einer Sache. Bin wieder bei der Modelleisenbahn. Wenn der letzte Baum auf der Modelleisenbahn geklebt ist, dann fängst du wieder von vorne an, irgendwas auseinanderzureißen. Das ist halt so. Das muss Spaß machen. Wenn man keinen Spaß am Schrauben hat, sollte man das nicht tun. Nein, nein, nein. Schon. Idiot schon. Moin. Moin. So, ich war mal hier unterwegs wieder einkaufen. Schon eingekauft. Den Flug da. Den gucken wir uns zu Hause mal genauer an. Auf jeden Fall bin ich beim Lohnunternehmen Rieske. In Bad Bergen. Bad Bergen. Also Landkreis Osnabrück. Landkreis Osnabrück. Ich bin mal wieder im Norden unterwegs. Die Orte hören sich schon so an, als wenn ich gleich hinterm Deich komme und stehe im Wasser. Nee, das noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Da ja, fahren cool. Wir noch über 100 Kilometer. Ja, auf jeden Fall. Ja, schönes gebrauchtes Maschinchen, Flugräder herbeigeholt, meine Handelstouren hier wie immer. Ja, und Qualität aus dem schönen Landkreis Osnabrück. Ja, Rabe, ne? Ist ein Rabe, können wir schon vorab sagen. Gucken wir jetzt auch noch an. Auf jeden Fall, ich sage jetzt mal der Kevin, ne? Wir duzen uns ja mittlerweile, haben schon ein bisschen Kontakt auch, ist eigentlich ganz cool. Hier nochmal jemand so die Größenordnung, wie ich auch betreibe, hier kennenzulernen und dann ist das Zeug auch immer echt alles tipptopp gewartet und in Ordnung. Da kann man guten Gewissens kaufen. Ja, ja, also geht wer hier Herzens eigentlich ab. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ne? Ja. Ja, wer hier aus der Nähe kommt, ne, und noch einen Auftrag vergeben will an den Kevin, ja. Lohnunternehmen Brieske, dann Attacke. Ja. So, zu Hause angekommen, dann wollen wir mal abladen. Das hatten wir ja schon öfters. Palettengabel, Schlupp. Ja, mal gucken, was der Xylon sagt am Frontlader. Das ist jetzt, glaube ich, so das Schwerste, was ich bisher mal vorne anhänge. Guck mal, ob das geht. Jo, gehen geht das. Boah, mit der Reifen, auch noch Luft. Aber ich will es jetzt nicht übertreiben, ich stelle den mal schöner hin jetzt. So, wollen wir nochmal im Detail drüber gucken. Hängt dran, sieht ganz gut aus. Luft, ja, macht schon ein bisschen Balk jetzt, aber das sollte gehen. Und ja, man darf sich von der Farbe immer nicht abschrecken lassen, ne? Weil das Teure ist das hier. Anlagen sind gut, die Schare sind gut, die Spitzen sind, kann man noch mal drehen. Vorne ist eine neue dran. Der hat den Schwenkzylinder, da gucken wir uns gleich nochmal an beim Drehen. Und das hier ist auch nur Scheuerschutz, da kommen nochmal die Plastikummantelung, kommt da drum rum. Die Schläuche sind eigentlich neu. Funktion ist überall da hier, von den Spindeln. Das sieht gut aus hier. Das sieht auch, das ist auch meistens ziemlich abgegrabbelt. Hier sind neue Buchsen drin. Also, er ist jetzt nicht vernachlässigt worden, außer was die Farbe angeht, sage ich mal. Ja. Das Stützrad ist neu gelagert. Alles, was der Kevin mir eben erzählt hat, so habe ich mal kurz wiederholt. Ja, ich habe auch noch ein paar Kisten, 2 Kistchen Schare, also Streifenkörper und Spitzen und Schare und so habe ich auch noch mal dazu bekommen. Also der kann bei mir schon mal noch ein paar Tage laufen. Ne?
Es muss ja immer billig sein. Ne? Ich kaufe ja gerne bei Gelegenheit. So sage ich das ja immer. Ja, ich würde sagen, wir drehen ihn doch mal, damit man mal sieht, wie das mit dem Schwenkzylinder funktioniert. Das finde ich ganz cool. Weil da musst du nicht immer so mega weit ausheben, dass das Stützrad auf den Boden kommt. Da gibt es auch nicht so einen Ruck beim Drehen. Das machen wir jetzt nochmal und dann fahren wir den rückwärts rein. Jo, so geht das. Ne? Der Schwenkzylinder schwenkt ihn erst in die Mitte, dann ist das ist der Schwerpunkt nicht außen irgendwo, sonst macht er immer so eine Rotation und hämmert voll rein. Das ist ganz cool. So, kommen wir jetzt rein. Zeitsprung. Ich habe das Ding wieder reingeräumt. Aber vorher mache ich noch was anderes. Tada, ich habe die Kabine mal gekippt. Der kleine Trecker ist jetzt hinter mir drinnen und dann passt jetzt der mit dem Flug schön da rein. Aber da müssen wir nochmal an den Klimakompressor. Ah, der Klimakompressor, den habe ich ja hier liegen. Den neuen und den alten. Was ich jetzt mal gemacht habe, ist aus den beiden Anschlüssen den rumgedreht über den Pott. Weil ich wollte wissen, wie viel Öl ist denn tatsächlich drinnen schon vorgefüllt. Sind hier 0,2. Ich kann es lesen. Also 200 Milliliter Öl sind da drin. Hier steht was drauf von ND Oil 8. Ah ja, das wird irgendwas Spezielles sein. Sieht so ein bisschen aus wie Nähmaschinenöl hier. So relativ dünn, flüssig, hell. Aber das ist eben wichtig zu wissen, bevor ich den einbaue. Wie viel ist denn drin? In das System beim Xyron gehören eigentlich 300 Milliliter rein. Ich denke, dass so 50 noch nicht abgetropft sind, die hier noch drin stecken. Und wenn man jetzt nochmal so einen Ticken vielleicht dazu füllt, 50 Milliliter, dann kann man eigentlich nichts falsch machen aus meiner Sicht. Und ja, das schreibe ich mir jetzt mal auf. Da sind 200 bis 250 ml drin. Ich habe so einen coolen Block bekommen. Von Girards Baumaschinen, Rheinland-Pfalz. Also wenn ihr in Rheinland-Pfalz wohnt und ein Bagger, ein Radlader, Dumper habe ich gesehen, haben die. Cool. Na gut, muss man auch mal erwähnen, ne? Wenn man sowas schon bekommt, dann ja. Ich muss jetzt an der Stelle mal diese Anschlüsse hier drauf machen, damit ich hier mit meinem Gewinde weiterkomme. Das heißt, ich werde die O-Ringe jetzt noch mal ein bisschen schmieren und dann da reinstecken. Das sind zwei unterschiedliche Größen. Also das ist der dicke und das ist der dünne. Und wenn ich die jetzt drauf habe, kann man den eigentlich im Xylon wieder reinstecken. Machen wir mal. So. Die haben so Langlöcher und da passt das mit dem Federring schlecht. Der gräbt sich ja dann so ein, deswegen habe ich mal wieder ein paar Nordlock-Scheiben gesucht. Die gehen irgendwie langsam auch mal zur Neige. Da muss ich mal wieder einkaufen gehen, glaube ich, bei den Nordlocks. So. Jetzt hoffe ich, dass das mit den Überwürfen hier klappt, weil die doch ziemlich eng beieinander liegen. Ja, das gibt jetzt gleich wieder irgendein Problem, was ich nicht vorausgeahnt habe. Ah. Und ich muss ständig bei dieser Kameraeinstellung meinen Bauch einziehen. Gut, dass ich ein schwarzes T-Shirt an habe. So. So, das hätten wir mal. Und jetzt packen wir den mal in den Xylon rein. Wir sehen uns doch vor dem Einbau im Xylon nochmal hier draußen wieder. Der Kompressor ist vom Gehäuse leicht anders und das hier steht im Weg. Ich musste jetzt leider ferkelig hier den Halter so ein Stück ausschneiden. Ja, das wird ihm jetzt keinen Abbruch tun. Das Ding musste halt irgendwo hin.
kurzfristige Lösungen sind gefragt, ne? Ich habe mir Mühe gegeben, ne? Und habe hier in den Ecken ein bisschen rund gefeilt wegen der Spannungsverteilung. Oh, jetzt denkt ihr, oh, der Idiot, was macht der für eine Scheiße? Ja, das ist nur für mein Gewissen. Ihr kennt doch meinen Monk. Wenn ich jetzt zuerst wieder einen anderen Kompressor bestelle und so, ah, habe ich keinen Bock drauf, das muss jetzt passen. Und diesen Halter, sage ich mal, der wird das tragen. Also da habe ich mal gar keine Bedenken. So mega viel Spannung ist jetzt nicht auf diesem kleinen Riemen drauf, dass der den irgendwie krumm reißt oder irgendwas damit macht. Manchmal muss man sich einfach Platz schaffen, ne? So, jetzt aber endlich das Ding da reinhängen. Mal gucken, ob das jetzt so klappt hier, was ich vorhab. Dass diese Spannschraube hier rein drücken, die habe ich aber eigentlich drin jetzt. Riemen hochholen. So. Als erstes die Mutter von der Spannschraube drauf, sonst komme ich da nicht mehr dran. Ich zeige die gleich nochmal. Ein bisschen leicht ankippen nochmal, dann geht's. So. Riemen auf der Orgel. Hier hinten kommt jetzt die lange Schraube durch. Fühlt sich ganz gut an. So, die können wir gleich festziehen, wenn der Riemen gespannt ist. Also, die habe ich eben drauf gedreht, da muss man es leicht ankippen für. Und jetzt kann man ja mit der Schraube hier den nach oben ziehen auf dem Halter. Und wenn der Spannung hat, ziehe ich die Schraube und die lange hinten fest. Ja, können wir mal machen. Gucken, ob ich das Licht hier so hinkriege. Es ist halt schon wieder dunkel in Deutschland. Die Schraube mal ein bisschen anlösen hier. Das ist ja nur die Konto. Also die hat sich mitgedreht, aber so ist das doch schöner. So, jetzt kriegt er leicht Spannung hier. So soll er nicht übertreiben. Der hat so viel Umschlingungswinkel. Der braucht nicht so ganz doll Dampf haben aus meiner Sicht. Aber so ein bisschen noch. Sonst kriegt ja unnötig hier, kriegen die Lager unnötig Druck ab. Ich glaube, so reicht das allemal. Ja. Und Takt noch. So. So, jetzt ziehe ich die anderen Schrauben wieder an. Da und hinten die dicke. Steck mein Kabel noch dran. Hier, der kommt noch hier rein jetzt.
Das ist ja die Kupplung, die Magnetkupplung. Der dreht er jetzt aktuell frei. Wenn die Magnetkupplung greift, die ist hier drinnen, das schwarze Teil, dann treibt er erst den Kompressor an. Und bevor ich jetzt hier weiterfummel, werde ich erstmal das Öl wieder auffüllen. Und dann muss ich nochmal hier oben drüber loten. Wie das passt mit meinen Anschlüssen. Die sind aber nach hinten abgewinkelt. Das ist eigentlich okay. Was wichtig ist an der ganzen Sache, jetzt eben Halter anpassen und so, dass der Riemen in der Flucht steht. Aber das passt. Also der hat sich sonst von den Maßen dann nicht weiter verändert. Das sieht gut aus. Okay. Ich knuffel das jetzt mal fest und dann gucken wir nochmal, wie das mit den Leitungen passt. So, jetzt kann ich auch den Abschluss von diesem Thema endlich berichten. Hier, die Klimaleitungen sind dran. Da oben, also schön mit den Überwürfen. Ich muss da hinten, muss ich nochmal gucken, wie ich die ein bisschen besser, schöner verlege und mit dem Kabelbinder befestige, damit die da nicht an dem in den Lüfter reinkommen. Das muss ich gleich mal auf jeden Fall tun, dass ich die ein bisschen rüberziehe, weil der eine macht so einen kleinen Bogen, da war ich ein bisschen großzügig mit dem Schlauch. Den dicken Schlauch, den habe ich eben nochmal leicht verlängert. Der war ein bisschen kurz, aber ich traue diesen Doppelschellen auf jeden Fall zu, dass die das dicht machen. Habe ich jetzt halt die Trennstelle mehr, ist halt so. Ansonsten passt der jetzt hier von der Größenordnung rein. Wie gesagt, der Riemen läuft parallel. Ich habe die Schrauben alle festgezogen. Können ja nochmal so. Also alles bombenfest. Da ist fest. Muttern sind fest. Die habe ich ja gerade angezogen. So, ich würde sagen, der wäre jetzt mal. Ich habe das Öl noch eingefüllt eben. Ne? Hat die Kamera nicht an. Ich habe hier die 200 ml Öl wieder eingefüllt. Und beim Befüllen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, wie das geht. Die haben ja das Kontrastmittel da, dieses grüne Zeug, was mit in das Öl reinkommt. Und dann lasse ich den nochmal so 50 Milliliter Öl dazu füllen. Dann habe ich auf jeden Fall die so knappe 300 im System. Ich wüsste jetzt auch nicht, was es bedeutet, wenn da 50 Milliliter mehr drin sind. Das wird auch nicht schaden. Naja, auf jeden Fall. Wir können gleich den alten Kompressor, den würde ich glaube ich mal aufschrauben. Da können wir mal reingucken, den schmeißt sowieso in den Müll. Ja, aber auf der Stelle, an dieser Front, mache ich da hinten noch Kabelbinder und dann Kabine wieder runter und demnächst mal befüllen oder vorher einmal abdrücken und dann befüllen natürlich. Jo. So, ich wollte euch noch was zeigen. Ich wollte eigentlich gerade den da aufbasteln, damit wir mal da reingucken können. Das machen wir auch nochmal. Aber heute Abend kann ich mir kloppen hier. Ich muss das mal hier die... Ja, die Kupplung da abziehen. Und dann müssen wir das Gehäuse mal auseinandernehmen. Dann gucken wir da nochmal rein, wie die Kolben da drin laufen auf dieser Exzenterscheibe, wie so ein Klimakompressor funktioniert. Aber ich habe noch einen anderen Kompressor. Der Luftkompressor. Den habe ich mir schon mal bestellt, weil der wird irgendwann fällig sein am Xylon. Und ja, da gibt es von WABCO ganz verschiedene Nummern. Der hier hat jetzt die Nummer 411 141 0050. So. Ich sage jetzt mal mit meinen Worten, das ist so ein Universalkompressor. Der hat hier einen Ölrücklauf, da ist der Ölzulauf und das gleiche hat er auf der anderen Seite nochmal. Da einen Ölzulauf. Also hier wird die Kurbelwelle quasi geschmiert und da läuft das Öl zurück. Und am Xylon brauchen wir diese beiden Öffnungen. Den und den. Weil das zeigt hier nach vorne in Fahrtrichtung mit der Riemenscheibe drauf. Die müssen wir dann umbauen, wenn wir den tauschen. Dann nehmen wir den Stöpsel raus und den Stöpsel raus. Und den Stöpsel schraube ich dann da rein. Der bleibt zu. Und jetzt ist aber am Kopf noch das Problem. Am Kopf ist aber gar nicht das Problem, weil hier sind Schrauben drin und die habe ich schon mal rausgemacht. Und jetzt kann man Folgendes machen. Den Kopf nehmen wir mal ab. Der sieht da so aus. Der hat eine Druck- und eine Saugseite. Die große Seite, also das große Loch ist die Saugseite und das kleine hier ist die Druckseite. Und ich zeige das jetzt auch mal, wie das von innen aussieht hier.
Hier habe ich gerade falsch rum erzählt. Sorry. Hier saugt der. Die kleine Seite ist die Saugseite. Und unter dem Blech ist das die Druckseite. Also hier fördert der unten drunter durch hoch und hier saugt er an. Das kann man sich auch selber erklären, weil, jetzt muss ich mal gucken, wie ich die Kamera halte. Eine Sekunde. Warte mal. So, hier kann er saugen, das heißt, hier saugt er Luft an, hier ist ein Blech drunter. Das Blech geht dann auf. Wenn der Druck drauf kommt, da saugt er rein und hier gibt er die Luft ab zur Seite dann raus. Aber das ist die falsche Einbaurichtung. Beim Xylon brauche ich das andersrum. Jetzt gucken wir in den Kolben rein. Die Vollständigkeit halber geben wir mal das Maß an. Der Kolben hat einen Durchmesser von 74,93 und einen Hub von 36 mm. Das heißt, der ist jetzt ungefähr am unteren Totpunkt. So, jetzt war das, nochmal gucken, so rum drauf. Hier unten drunter ist eine Papierdichtung. Und hier sieht man auch dieses Blech, dieses Flatterblech. Das ist oben angenietet und unten frei. Und unten kann das frei nach unten flattern. Und durch die zwei Löcher, die man jetzt sieht, die liegen unter dem Blech, kommt der Druck nach oben wieder raus. Das heißt, wenn er runterfährt, der Kolben, flattert das Blech hier auf, kann er Luft ziehen und gibt die Luft über die beiden Löcher wieder nach oben ab. So, jetzt lag das aber so und ich brauche das aber in dieser Richtung. So. Was macht man? Man dreht das einfach rum. Weil die Schraubenlöcher hier oben, die passen dann wieder. So, ich habe das jetzt nicht drauf rumgefummelt auf den Dichtflächen, einfach rumgedreht. Und hier muss ich jetzt noch mal gerade gucken, weil die Nummer 2 da unten bei dem Loch, da die Nummer 2, das war so, das gehört jetzt so. Das setzen wir jetzt einfach so wieder zusammen. Beim Xylon ist so, dass die Seite dicht bleibt und die Seite dicht bleibt. Und wir oben, gucken noch mal gerade rein, das ist die Druckseite, hier drückt er und hier saugt er aus Richtung Luftansaugung, Motor, Luftfilter, zieht er hier die Luft an und gibt hier die Luft ab. Und mit dieser 90 Grad Drehung habe ich das Ding kompatibel gemacht, dass das in den Xylon reinpasst. Das Ding ist ja millionenfach verbaut. Er gibt es Deutz in allen möglichen Trecker und Baumaschinen, scheißegal. Ne? So, ich mache jetzt hier meine Schrauben wieder oben rein, ziehe die dann mit Drehmoment fest und dann ist das Ding passend für ein Xylon. Ja, wir haben das eben schon mal ein bisschen gedanklich am Telefon durchgespielt mit meinem Kumpel und der hat das auch schon öfters gemacht. Dann haben wir gesagt, wir gucken noch mal nach unten, weil von unten gibt es auch noch zu beachten, dass beim Xylon auf jeden Fall diese drei Löcher verschlossen sein müssen. Es gibt Kompressoren, wo hier wohl angeblich, das habe ich auch eben gesagt bekommen, Kunststoffstopfen dann drin sind. Das wäre beim Xylon schlecht, weil dann würde das Öl dann da rauslaufen, wenn da nur Kunststoff drin wäre, die würden sich dann aufdrücken. Die müssen verschlossen sein. Hier sind zwei Blech, also wie hier diese Wasserstoffen drin und hier ist eine Schraube drin, ist zu. Genau. Wenn wir den austauschen, was man machen muss, die Riemenscheibe abnehmen und hier drauf packen, aber das ist ja nicht das Problem. Auf jeden Fall ist der damit Xylon-kompatibel. Ich schraube den wieder zusammen. Vielleicht kann das jemand helfen, weil die Dinger gibt es in allen möglichen Sorten und Ausführungen und man kann die sich relativ leicht anpassen. Man muss aber darauf achten, gerade beim Xylon ist es so, hier sind zwei, also hier gibt es so Unterschiede auch noch im Gehäuse. Hier gibt es zwei Kühlrippen und hier fünf. Ne? 1, 2, 3, 4, 5. Die muss der haben.
Und ansonsten sind die vom Gehäuse meistens sehr, sehr ähnlich. Wie gesagt, man muss gucken, dass es mit den Ölanschlüssen passt. Kopf kann man drehen. Man kann sich das schon so hinzaubern. Und dann ist dieser Universalkompressor halt deutlich günstiger als das Originalteil. Ne? Das ist der Trick dabei. Jo. Ja, ich würde jetzt auch mal sagen, für das Video müsste es genug sein. Ich habe mir schon eine Flasche Bier aufgemacht. Ja, ich lasse den Abend jetzt ausklingen. Mittlerweile ist der Kleine wieder hier drin. Der da. Weil ich den Flug jetzt hinten reingefahren habe. An dem geht es jetzt weiter demnächst. Da muss ich die Heckhydraulik was abdichten noch, bevor es da in die Schleifarbeit und so was geht. Irgendwie muss ich mal gucken, wie viel Aufwand da reinkommt. Auf jeden Fall ist technisch erstmal noch was an der Heckhydraulik abzudichten. Das habe ich jetzt gemerkt, wo der stand. Das läuft da hinten wieder raus. Wahrscheinlich an der Hubwelle. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Würde ich sagen. Danke fürs Zusehen. Gerne liken, abonnieren, kommentieren. Würde mich freuen, wenn noch ein paar dazukommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.